Eine Abdrehprobe kann man durchführen, indem man im Einstellungsmenü den Punkt Abdrehprobe auswählt. Im Anschluss kann man ein neues Produkt mit dessen Namen anlegen. Bis zu 75 Produkte können abgespeichert werden. Auf OK bestätigt man den Produktnamen und wählt im Anschluss die Dauer der Abdrehprobe aus. Homogenes Material kann man mit 30 Sekunden abdrehen. Je gröber die Mischung ist und je genauer die Abdrehprobe sein soll, desto länger sollte man die Dauer auswählen. Anschließend muss die Maschine für die Abdrehprobe vorbereitet werden. Hierfür öffnen wir unseren Behälter und füllen das Material ein. Um den Abdrehsack richtig befestigen zu können, müssen die Schläuche entfernt werden. Diese können werkzeuglos und bequem abmontiert werden. Der Abdrehsack befindet sich in der Dokumentenrolle. Er wird nun an den Schlauchabgängen eingehängt. Die Abdrehprobe kann nun direkt an der Maschine gestartet werden. Nach Beendigung des Abdrehens wird der Sack entfernt und gewogen. Danach wird das Gewicht der Abdrehprobe am Bedienteil eingegeben. Im Display erscheint bereits automatisch das entsprechende Eingabefeld. Nach dem Eingeben des Gewichts wird der Wert durch Drücken des Menüreglers gespeichert. Nach dem gleichen Prinzip wie die Gewichtseingabe wird dann die Ausbringmenge eingestellt. Nun ist die Abdrehprobe beendet und das erste Produkt angelegt.